Ja, gute Frage. Dazu müsste ich erstmal wissen, was ich für eine Monitorgröße Gut, dann lassen wir das in Zoll, wollte er wissen. habe. Ja, Ja, genau das. gut. Frischitz, was habe ich für einen Monitor? Ich glaube, es klopft das dir gleich. Mein Monitor, auf dem ich gerade zocke, ein Weihnachtsgeschenk war, wird das mir bestimmt beantworten können. Hoffe ich. Oh, ich bin an der Schön. falschen Haltestelle. Muss ich doch im Laden schauen. Nein! Guck mal, du kannst auch Hybrid später fragen. Da kommt ja auch später auch noch. Stimmt. Den kannst du auch noch fragen. Ticket bitte. Nein. Ah, hab Spaßfahrer. 27 Zoll, den ich hab. Glaubt er, denkt er. Ja, wie gesagt, zur Not kannst du. Ich Du hab bestimmt musst noch nicht. irgendwo noch die Verpackung. Der dreht mir nur teuren Stuhl an. Ja, ich kann ihn auch fragen, wenn du möchtest. Und frage ich ihn halt und gebe dir dann eine Antwort. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. Halbe dreht einem gleich sein ganzes Gaming-Zimmer an. Ja, wenn er mir das zahlt, nehme ich es gerne. Ja, ne? Willst du eine Sagt das Fahrkarte nicht zu haben? laut. Er Macht ist ja eh er. nicht da. Ja, aber das macht. Ja, guckt sich VODs gerne an. Nein, Löscht nein. das VOD, löscht das VOD, löscht das VOD! Er guckt sich meine Videos nicht an, nein. Bin mir nicht so sicher. Ich aber. Hat er gar keine Nee. Zeit für. Ich bin nicht so sicher. Was er manchmal so aus meinen VODs weiß, was einige Stunden her ist. Aber so 24 bis 27 Zoll wären schon brauchbar. Safe schaut er die an. Nein, der schaut die nicht an, glaubt mir, dafür hat er gar keine Zeit. Blitzerfoto! Wow, Haltestelle! Der Typ hat gerade einen Bremstest mit mir gemacht und ich habe versagt. Hast du verloren? Ja, er hat spontan gebremst und ich bin voll in die Eisen gestiegen, hat nichts gebracht. Wer bremst, verliert. Und 0,8 Kilometer bis zu Aldaria. Ich möchte nicht wissen, wie oft Ryan heute den Kopf auf den Tisch fallen lässt. Ich Weil ich so weiß müde nicht, bin, meinst du? nee. Über meine Fahrtkünste, meine Müde ist Sprüche. super. Ich sehe es ja die ganze Zeit. Echt? Das tut Weil mir ich habe den leid. Stream offen. Ich habe den Das tut mir Stream leid. über meinem OBS. Ja, das hätte ich auch gerne. Ich hatte dich im Hintergrund, aber. Hast Ja. du die letzte Folge Ich habe halt nur zwei Bildschirme, Ja, sorry. ich auch! Ja, ich möchte aber nicht die ganze Zeit mein OBS-Bild sehen, weil dann komme ich ja komplett durcheinander. Ja, ich habe das Bild, wo ich mich selbst sehe, habe ich ganz nach rechts geschoben. Kitty! Hallo! Hast du Lust ins Kino zu Oh! gehen? In welchem Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht. Ja, Kitty hupt Ja, klar. wenigstens. Ja, natürlich, das Ich Spiel bin hat vorhin echt. ausgestiegen für dich. Was willst du denn jetzt von Ja, aber mir? nur Ich bin. einmal! Und mein Hupen hast du vorhin voll ignoriert. Ich bin das Das vom stimmt LKW. nicht. Ich bin das von Truck Simulator gewohnt. Da ist Ich Hupen gehe nie mehr freundlich. zu Fuß. Busfahren macht Nee, echt jetzt fühle total ich mich Spaß. gemobbt. Ich habe vorhin gehupt und du hast es voll Ich ignoriert. hab das Da mitgekriegt. hast du gesagt. Ach, Ryan steht hinter mir! Ich dachte, wusstest du noch nicht, dass du das bist. Ich dachte, das ist Dingens. Woche Standard 2 kriegst du. 2 € zurück. Ich glaube, Nach der Ryan weint. Für die Regeln muss Woche eingehalten ein werden. Student eine. Schön, schön. Darf ich Menschen umfahren? Nein. Wir hatten noch einen Schwarzfahrer, das ist schon eine zweite. Darf ich jetzt Menschen umfahren? Nein. Auch nicht in 5 Minuten, auch nicht in 10 Minuten. Gar nicht heute, danke. Du hast aber nicht gesagt, in 2 Minuten, in 3 Minuten, in vier Ich habe Minuten. gesagt, gar nicht heute. Wenn ich meine Uhr jetzt so vorstelle, dann ist ja nicht mehr heute laut meiner Uhr. Doch, dann ist immer noch heute. Wir gehen nach Atomuhr. Wir gehen einfach mal nach meiner Uhr. Und meine Uhr Wir ist dann immer noch auf heute. gehen nach Ingame-Uhr. Nee. Kann ich bitte eine Fahrkarte Doch. haben? Nee. Doch.
Genau, erstmal einen Schnaps, sonst hält man das nicht. Oh, Schnaps, ich bin dabei. Was für ein? Gar keinen, weil ich habe keinen Schnaps und ich trinke auch nicht. Ja, aber ich... Das ist ja nicht mein Problem. Ich habe ja gesagt, ich hol mir was zu trinken. Ja, aber ich habe Schnaps gehört. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, ha, oh. Dieses Schlag doch dann, ne? Schlägt das dich? Macht das. Nee, da fahre ich aber immer, egal wie langsam ich drüber fahre, ich kriege immer ein Minus. Nee. Das ist halt genau auf der Straße, da kannst du halt nicht ausweichen, wenn neben dir Autos fahren. Doch, klar. Slalom. Nee, es geht nicht. Slalom. Nee, nicht, wenn neben dir ein Auto steht. Aber Slalom. Nein. Slalom. Tag, Senior, warum du auch drei, warum willst du drei Tageskarten haben? Slalom. Ich sag, das ist jetzt einfach nichts mehr. Slalom. Senior. Aber... Okay, also für 75 bis 100 Euro kriegt man einen 24 bis 28 Zoll Monitor. Gut zu wissen. Brauch eh nur einen. Das andere wird auf den Fernseher gelegt wegen Stream. Ja, guck aber, dass es einer ein guter ist, ne? Weil so verzögerungsmäßig und so. Da gibt's ja auch nochmal Unterschiede. Also zum Zocken würde ich einen nehmen, der relativ, also eine relativ wenig Verzögerung hat. Das ist gut. Wie gesagt, frag einfach Hybrid nachher. Der hat davon ein bisschen Plan, glaube ich. Und meinen Vater letztens, fragen. Letztens, als wir hier diesen PC-Building-Simulator gespielt haben, war auch sehr interessant. Ja, ich kann nur meinen Vater fragen gehen. Der kennt sich damit auch aus. Ja, keine Ahnung. Oh, rote Ampel, die kriege ich. Juhu! Da steht ein Auto in meiner Bucht. Hupen. Hup. Hup, hup, hup. Ich wollte gerade aussteigen und ihm auf die Nase hauen. Und das wäre auch noch eine Option gewesen. Ich bin fertig mit meiner Runde. Kannst du die nächste machen, wenn du magst. Erstmal gucken, ob hier irgendwo Müll liegt. Kein Müll da. Das steht dann oben, wenn da Müll irgendwo liegt. Müll you. Müll me. Müll us together. Achso, na gut. Be you. Be me. Be me together. Du nimmst doch jedes Schlag noch mit Abschied mit, ne? Ich? Ja, ich hab voll gesehen, wie du reingelenkt hast. Ja, natürlich. Mhm. Massage. Ja, hallo. Wir wollen auch im Level steigen, ja? Wieso? Wir haben nur noch 200, die spielen. Außerdem hast du selbst gesagt, man kann den auf der Straße ja nicht so ausweichen. Vor allem nicht, wenn da Gegenverkehr ist. Du hättest auch die andere Seite zur anderen Seite lenken können. Ja, jetzt übertreib mal nicht. Nee, hätte ich nicht. Doch, ich hab's gesehen. Nee, ging nicht. Doch. Nein. Soweit lenkt man Lenkrad nicht. Hast kein Lenkrad. Ich denke, doch, ich das hier, das eine. Aus. Okay. Nein, das gibt's bei mir nicht. Noch nicht. Wird's nie geben. Und selbst wenn, könnte ich es ausschalten. Außerdem sei froh, dass ich keine Unfälle gerade baue. Das ist viel wichtiger, als irgendwelchen Schlaglöchern auszuweichen. Ja, oh! Sind halt nur XP. Ja. Die Schlaglöcher sind halt sowieso voll dumm hier. Deswegen bin ich froh, dass du die bei 21 halt einfach ausstellen kannst, dass du dafür eine Strafe bekommst. Das ist halt einfach unnötig. Die sind halt überall. Hier macht halt niemand die Straßen. Es wäre halt geil, wenn du da irgendwie ein Upgrade verkaufen könntest. So von wegen, ja, Schlaglöcher in dem und dem Bereich sind halt komplett weg oder zugemacht oder was weiß ich. Das wäre halt nice. Ja, fahrt da mal!
das hier ja nicht. Die fahren mir alle so lärmerfähig. Darf ich so anstupsen? Nein. Warum nicht? Ich will aber. Du darfst aber nicht. Ich will aber. Du darfst aber nicht. Ich will aber. Du darfst aber nicht. Warum? Weil ich das sorg. Oh Mann. Peter Griffin ist da. So, meine Punkte bei dir abholen. Das haben wir wieder schön einlösen können für tolle Sachen. Ich habe gerade noch keine Punkte wieder bei dir. Bei mir gibt's doch nichts zum Einlösen. Doch, die Alerts. Ja, gut. Landwirtschaftszentrum. Was hör ich da? Sag mal, das ist ja Gaudi. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Werbepausen im Winter der Wissenschaft. Du hast keine Punkte. Ich hab mehr als genug. Ich hab 14.000, aber ich hab gerade keine Punkte, die ich mir abholen kann. Ryan macht mich fruchtbar. Ach, die will ja eine Fahrkarte haben, die Alte. Ja, der Sound Alert ist bei mir schon sehr beliebt. Ich weiß gar nicht. Der ist beliebter als Tell Me Why geworden. Steh ich gar nicht. Tell Me Why kommt fast gar nicht mehr. Steh ich gar nicht. Ich auch nicht. Das sind die Alerts besonders. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, kann ich dir nicht sagen, ob das der richtige Bus ist. Wenn du zu blöd bist, den richtigen Bus zu finden. Freu dich, wenn ich nachher den Energy öffne. Freu. Reicht dir das? Ja. Bisschen enthusiastischer. Lido. Lido. Das ist so doof, Alter. Lido. Lido. Was trinkst du da schon wieder? Ich hab ne Flasche gehört. Das ist Wasser mit Traube Mango. Ja, jetzt können wir die ausreden. Nö. Wie viel Alkohol ist da drin? Gar keiner. Den hast du einfach hinzugefügt, ich weiß. Also sag's mir bloß wie viel. Nein, gar keiner. Ich hab hier gerade gar keinen Alkohol stehen. Anders überlebst du. Was? Ich hab hier gerade, ohne Scheiß, ich habe hier gerade keinen Alkohol stehen. Hä, wer bist du? Was hast du mit deiner Aria gemacht? Mein Alkohol steht noch im Kühlschrank und wird kalt. Für nachher habe ich 0,75 Liter Wein. Tell me why, hey, nothing but a mistake. Tell me why, I never wanna hear you say. Also, wie bin ich? Also, oh, ich habe einen Strafzettel bekommen. Was habe ich einen Strafzettel bekommen? Oh! Ja, der ist mir vorgefahren, da kann ich nichts für. Das war ein... Was mit Frucht? Wow, was? Was so, den verstehe ich nicht. Ach, wegen Fruchtbarkeitssong oder was? Ja, das ist das Getränk für die Fruchtbarkeit. Ach, deswegen trinkst du? Warte mal. Hast du vor, demnächst irgendwie schwanger zu werden? Dieses Jahr nicht, aber... irgendwann, ja, doch. Irgendwann aber warum schon. Trinkst du dann jetzt schon so eine Frucht? Ja, damit das langanhaltender wirkt. Das brauche ich erstmal ein halbes Jahr, bis es überhaupt wirkt. Und dann brauchst du ja auch eine gewisse Menge, damit es sofort wirkt. Ne? Ah. Ich will ja nicht Ewigkeiten warten, ne? Weißt du? Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr so die Jüngste. Okay. Okay. Damit der Acker das Jahr über fruchtbar gemacht wird zum Pflügen und Säen. Oh mein Gott, der Tomasuna, ey. Ja. Kein Kommentar, Masuna. Kein Kommentar. Den spare ich mir jetzt mal. Schön. Oh, schön. Hier. Bist du auch mal sprachlos? Na klar. Ja. Hier, bitte. Na klar. Masuna hat's geschafft.
bin tatsächlich mal sprachlos. Ihr habt doch damit angefangen. Ich habe damit gar nicht angefangen. Wenn dann hat Aidaria mit ihrer Frucht da im Wasser angefangen. Du hast gedacht, ich trinke Alkohol. Ich hab's nur klargestellt, ja? Ja, da waren halt Glasflaschen zu hören. Sorry. Ja! Ja! Eine Wasserflasche! Mit Frucht! Für die Fruchtbarkeit! Nennt sich übrigens Wellness. Wellness? Mhm. Ganz elitär. Macht man fruchtbar? Mit Wellness? Alkohol okay. Bedient auch oft Schwangerschaften. Ja, die Überraschungsschwangerschaften. Ja, gut. Ja, was denn? Du gehst feiern und ein paar Monate später kommst du mit einem Baby an. Kenn ich nicht, ich war noch nie mein ganzes Leben feiern. Hast nicht viel verpasst. Ich weiß, das tue ich auch nicht. Also zumindest nicht Diskos oder sowas. Da holst du. Allgemein nichts verpasst. Nur LAN-Partys? Partys sind cool. Ja. Yeah. So Zockersachen, okay, ja, so, aber ich rede jetzt von solchen Sachen, ja komm, wir kippen uns die Birne zu und wissen am nächsten Tag nichts mehr. Ja gut, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ja, eben. Davon habe ich nichts verpasst. Das ist nicht meins. Nee. Das ist ja auch noch nie meins. Nee. Ich glaube, ich hatte auch nur zweimal in meinem Leben einen schlimmen Filmriss. Also, richtig schlimm. Schwarzfahrer. Sehr gut. Und beim ersten Mal habe ich Fusches nach seiner Nummer gefragt. Was? LAN-Partys und Sex, das sind zwei verschiedene Dinge, die extrem selten wie Einhörner zusammenkommen. Masuna aus. Warum seid ihr beide so weit weg? Du musst mir helfen mit so einem Command einführen. Ich brauche immer so und sowas. Okay, kriegen wir hin. Ich erkläre dir morgen, wie es geht. Okay. Ah, schön. Oh. Und das wird eine teure Fahrt. Willst du wissen, wie viel Minus? Durch Kollision. Du sprichst mit denen ein und dann nutzt das auch mit Ausrufezeichen nein. Jetzt mal deine scheiß Mucke hier ausmachen, Junge. Oh, ich habe schon wieder eine Tür geöffnet, deswegen kann ich hier nicht fahren. Ich safe nicht. Beiden geben Junge. Nur die Steilvorlagen. Nein! Was? Aber nicht unmöglich. Aber ich muss ja ihr sagen, dass du heute eher im Horny-Team bist. Oh Gott. Naja, Masuna. Wir haben dich alle durchschaut. Jetzt wird sie dich rauskriegen. Jetzt wird sie sagen, wir sind schuld. Ja. Wie immer. Sind die kleinen, unschuldigen Pandas und Katzen dran schuld. Ja. Ja. Immer. Wir machen wir gar nichts. Sie sind voll unschuldig. Ja. Wir sind so unschuldig wie Katzen und Panda-Babys. Mich durchschaut niemand. Bin ja kein Geist. Oh. Schön. Ich glaube, ich habe gleich alle Strecken durch. Echt? Ja. Moment. Wo ist meine Tasche? Ja, sobald wir uns den zweiten Erdgasbus leisten können. Alter, toll er das auch vorliest. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Richtig lustlos, Alter. So ohne Motivation fürs Leben. Ananas. So richtig motivationslos, einfach. Zum Heuschober. Huh, was willst du denn da und vor allem ohne mich? Nachdem das die hat er abgeschlossen. Ja, ich glaube auch. Dann gibt's ihm Pizza!
Pizza! Nein, Pizza! Gibt's bei der Oma. Pizza! Pizza! Und dann gibt's von Dr. Who so eine richtig geile Szene. Echt? Kommt tatsächlich. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? In der allerersten Neuauflage von der Serie in der Folge vor. Echt? Ja, voll geil. Ich könnte es jetzt erklären, aber ich glaube, das versteht dann nur die Hälfte. Und du könntest das aber versuchen. Also. In der Folge. Nein, in der Folge an sich geht es darum, dass halt ein Alien auf der Erde ist, das Plastik zum Leben erwecken kann. Ja, erstmal so als Hintergrundwissen. Jedenfalls ist dann die zukünftige Begleiterin des Doktors, Rose, hat halt den Doktor getroffen, bla bla bla. Hintergrundinfos braucht niemand. Jedenfalls hat Rose dann im Internet nach Infos über diesen Doktor gesucht und ist auf einen Typ gestoßen, der angeblich Infos über ihn hat und ist halt dann mit ihrem Freund dahin gefahren, weil ihr Freund sich alleine fahren wollte und sie ist halt ins Haus gegangen und er bleibt im Auto. Er steigt aus dem Auto aus, weil da irgendwie eine Mülltonne komisch war. Er geht zur Mülltonne, fasst die Mülltonne an und verschmilzt halt so gesehen mit der Mülltonne, weil diese Mülltonne von diesem Alien war, was da, ne? Und jedenfalls wird dann ihr Freund durch so ein lebendes Plastikding ersetzt. Sie kommt aufs Haus und sagt dann so, ja, du hattest recht, er ist ein Spinner. Was essen wir denn heute? Hast du Lust auf Pizza? Und er dann so, Pizza! Oder doch Sushi? Pizza! Ja. Und fährt dann halt, als würde er... Er fährt ungefähr so wie du im Bus-Simulator und sie wundert das aber nicht, dass er so fährt. Also richtig gut? Ja. Ja. Oh, wow. Oh, ich fahre auf der falschen Straßenseite. Wo ist eigentlich Kitty? Kitty zu weit weg. Lieber Grashochen als Heuschnupfen, oh. Alien auf der Erde, was Plastik zum Leben erweckt, klingt wie jedes zweite Kleinkind. BTF. Ach, schon. Ja, ist halt Dr. Who, ne? Ach, Dr. Schon. Ich hab gestern Shampoo gekauft. Oh, ja. Oh, hier hat einer gestern Shampoo gekauft. Und wer habe ich gebaut? Ich hatte gerade einen Bot, der mir Followers andrehen wollte. Gut. Waren es wenigstens das Gute? Weiß ich nicht, hab ihn gesperrt. Hab nicht gefragt. Ach, verdammt. Ja, meinen letzten Follower-Bot hatte ich am Mittwoch? Dienstag. Hä? Hast du nicht Mittwoch auch rein? Nee. Tja. Ja. Oder Freitag? Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Dienstag. Da habe ich mir eingebildet. Dienstagmorgen. 3 Stück. Ja, gut. Zuret! Hallöchen! Ist das der Bussalschgart? Ja. Nein. Was denn für ein Wortspiel? Zuret, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Wir kommen hier bei der Höhlenfahrt. Da war ein Schlagloch. Und? Hättest du ausweichen können? Hätte ich. Und? Tja, der Bot hat einen Sperma-Bann bekommen. Oh. Aber das hat sich nicht mehr Suna. Ich stand doch nur, was habe ich denn gemacht? Ja, ja. Frag mal Suna, ich habe mich nicht bewegt. Ich seh's doch. Und krieg 500 Euro Minus? What? Was hältst du davon, wahrscheinlich ist jemand nicht reingefahren. Das klingt ziemlich gut. Weißt du, ich darf dafür zahlen, das ist so dumm. Ja. Wahrscheinlich warst du das sogar noch. Was? Ich bin gar nicht in deiner Nähe, glaube ich. Zweiter Count. Nee, 0,7 Kilometer bist du von mir entfernt. Ich kann das gar nicht sagen. Wo ist eigentlich Kitty? Warum redet der nicht mehr? Kitty hat sich erstmal stumm geschaltet. Okay. 500 Euro kostet einmal den Kopf auf den Tisch knallen. Ja, wenn das so weitergeht, dann mache ich das. Nee, lieber nicht. Ich habe meine Bodenschwelle ganz, ganz, ganz langsam überfahren und trotzdem... Ja, ich habe so einen... Du warst über 30 wahrscheinlich. Ich war ganz langsam. Ich habe extra richtig abgebremst. Du musst unter 30 sein. Ah, die 29.
glaube ich. Hat geschietet. Ich habe den Kampf gegen einen Drachen gewonnen, als ich seine Krallen stutzen musste. Die Krallen vom Kaninchen gekürzt. Ah. Oh ja, das würde sich uns wahrscheinlich gar nicht gefallen lassen. Aber der fetzt sich seine Krallen draus am Holz ab. Du kleine Schnübbel. Alles gut, Raven, alles gut. Hab ihn schon gleich weggemacht. Alles gut. Weißt du, darüber, dass ich den Randstein immer mitnehme, ne? Da sagst du nichts zu. Aber die Schlaglöcher. Das kriege ich meistens auch gar nicht mit. Ich kann nicht die ganze Zeit auf meinen anderen Bildschirm gucken, ne? Dann wird das hier nix. Ja, siehst du? Wäre doch lustig. Oh, du bist nur noch 0,4 Kilometer von mir entfernt. Oh nein. Warum sagt ihr immer, oh nein, wenn ihr mich seht glaub, oder immer in die Nähe kommt? Ach, du, weiß ich nicht, wenn du mal aussteigst und dann in die Bus einsteigen willst. Naja, ich bin wesentlich höflich. Und dann beschwerst du dich, ja, du hättest mich ja immer zurückfahren können. Ja, du hättest ja auch wenigstens, du weißt, es wäre einfacher, wenn du wenigstens mit aufsteigen würdest. Aber nein, du bleibst einfach da voll drin sitzen. Oh, ich habe wieder jemand mitgenommen. Das wird eine teure Fahrt hier. Oh. Oh, ich bin nur bei 1000. Minus 9000 Kollision. Also, die ganz langen Strecken sollte ich, glaube ich, nicht fahren. Sind Sie ein Zauberer? Was tun Sie da? Sind Sie ein Zauberer? Was macht der da? Er ist ein Zauberer! Er ist ein Zauberer! Oh nein, schnell weg, schnell weg! Nein, Ryan! Warum stehst du da mitten auf der Straße? Ryan? Nein! Weißt du, für so einen Film steigst du aus, aber für mich nicht, oder was? Ryan? Ryan? Warum hast du mich so? Was ist mit unseren Kindern? Unsere Kinder! Welche Kinder? Oh. Wie du da stehst. Wieso hast du mich so sehr? Ein Zauberhaar, nein, kein Zauberhaar, ein Zauberer. Was habe ich dir getan? Der blinzelt auch nicht gruselig, ja. Was habe ich dir getan? Du erinnerst mich. Das ist einfach wieder lustig. Du erinnerst mich. Nein. Ryan steigt nicht mehr aus, Ryan fährt aber immer weiter. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Was? Aldaria soll sich nicht über Kinder beschweren, sie soll erstmal ihren Fruchtbarkeitstrank trinken. Danke. Dann trinke ich doch schon, aber Ryan will sich nicht um unsere vorhandenen Kinder kümmern. Welche Kinder? Ja, weißt du nicht mehr, Mittwoch. Was denn? Aber nein, weiß ich nicht, weil ich habe gar keine Kinder, die so heißen. Ich kenne auch kein Kind namens Mittwoch. Ja, nee, es ist ja auch kein Kind namens Mittwoch, sondern das Kind, die Kinder, um die es am Mittwoch ging. Wir haben zwei Stück zusammen. Ryan! Wie heißen die denn? Ja, nee, sie weiß nicht mehr, wer die Namen unserer Kinder. Ah, nee. Was sollen unsere Kinder nur denken, wenn wir jemals von dieser Busfahrt nach Hause kommen? Ja, genau. Ryan. Du brauchst keine 32 Zoll, Masuna. 32 Zoll ist ein bisschen viel. Also vor allem, wenn du halt wirklich sagst, so gameplaymäßig machst du eh über den Fernseher, also... Ja. Yeah. Ich fahr da jetzt dran. Oh. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. So. Ja, die habe ich auch gesehen. Ihr könnt jetzt die schöne Musik genießen und nicht mehr was zu trinken. Geht's hier mal weiter? Ich wusste gar nicht, dass das Game im Multiplayer hat. Doch. Bis zu vier Spiele. Also, ne? Mit drei anderen Spielern kann man noch spielen.
Wir wechseln uns heute mal alle durch. Okay, das dauert mir hier alles zu lange. Ich fahre jetzt hier rum. Nehmen den Bürgersteig einmal mit. So. So fährt ein Bus. Fahrer. Läuft doch. So, da bin ich wieder. Bibi. Danke. Okay, naja, auf Dauer wären zwei größere Bildschirme schon gut. Fernseher ist nur eine Notlösung. Wie Aidarias Fruchtbarkeitstrank. Schön. Hm? Schön. Ja, wie gesagt, guck ein. Mess dir doch am besten selber mal aus, wie groß der Bildschirm dann ist. Du hast ja die Bildschirmdiagonale da meistens mit beistehen. Und kannst ja gucken, was für dich groß genug ist. Noch einen Grund mehr zu kaufen. Ja, Zuret. Hol's dir. Hol's dir. Was? Hast du den Bussimulator? Ja. Oh Gott, das will ich. Ey, ich hab echt was angezettet jetzt, ne? Ja. Ich frag doch eine Freundin, die sich auskennt. Macht mich fruchtbar. Oh Gott. Ja, Hybrid kannst du auch fahren später, wie gesagt. Der kann dir auch noch seine Meinung dazu sagen. Keine Ahnung. Also viele Meinungen. Hallo, Mappa. Machen es einfacher. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, die will eine Fahrkarte haben. Danke. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, dann geh zurück, Alte, und Luchhof. Und hier, ne? Mach die Blumen. Na, ihr Verrückten. Na, du Verrückte. Danke. Alles gut bei dir. Hallo, Mappa. Hallo. Ich bin auch da. Oh. Ach, das war nur der Randstein. Wenn's nur das ist. Hallo, Ryan. Hallo. 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 Oh, Sim, wie kam ich neulich raus? Mappa Trapper. Huhu. Was? Masuna? Ich hoffe, du trinkst nicht so viel. Oh, meine asiatische Freundin. Du hast den ganzen Tag gepennt, war erst um 5 Uhr zu Hause. Oh je. Hey. Oh je. Oha. Da habe ich geschlafen. Tief und fest. Ich auch ausnahmsweise. Was? Ich trinke nicht. Das ist das. Na klar. Das glaube ich irgendwie nicht. Augenblick da. Hier, bitte. Schön. Erstmal entspannt Aidara jetzt zugucken, wie sie schon abkassiert. Mhm. Ja, ne? Wie lange brauchst du noch? Ich brauche noch eine ganze Ewigkeit. Warte. Okay, dann warte ich so lange. Warte. Ich könnte halt noch eine andere Strecke fahren, so lange. Hier. Okay, so lange. Da. Gekauft. Juhu, Zuret hat's auch. Oh nein, ich hoffe, du hast den Key gekauft. Ach, Kitty ist ja auch schon da. Ja, Kitty ist auch schon da. Kitty ist aber gerade noch gestorben. Hui. Hallo, Mappa von Kitty. Steht da gerade da in dem Chat da. Ich weiß bis heute nicht, wie ich darauf antworte. Das kann man an zwei Händen abzählen, was ich im Jahr an Alkohol trinke. Da verkaufe ich mir Alkohol, als dass ich trinke. Ja, keine Ahnung. Ich kann es bei mir an einer Hand abzählen, wie viel ich im Jahr trinke. Ah ne, das war ein Schlagloch. Oh, ich habe das Auto doch mitgenommen. Hoppla, ja gut. Was wohl sonst? Hab ich den Bus noch erwischt. Ist das immer noch 4000 plus. 2 Euro, wo hast du einen Key gekauft? Ich hab 4 bezahlt. Ich werde erst mal einen Kaffee trinken und dann an den PC wechseln. Mach das, Mappa.
Oh, ich hoffe, wir kriegen das Geld für den Erdgasbus rein für den zweiten. Wir haben jetzt irgendwas mit, warte. 410.000, also. Ach so, ja gut. Ich möchte aber jetzt eigentlich auch nochmal Geld rein. Juhu! Oh, hallo. Hallo, Kitty. Oh, eine Busfahrt. So, damit habe ich Friedhof der Fahrgäste abgeschlossen. Jetzt kommt Fahrt der schlechten Witze. Alter, er fährt ja nur ja und bringt nicht viel rein. Ich hatte noch Gutschein. Deine Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Okay. So, warte mal, meinen Sitzplatz wieder richtig machen hier. Ich sehe. Ui. So, wir fahren jetzt mit 10 rüber. Nee, ja, wie gesagt, 29 geht. Ja, 10. Ja, man kann so übertreiben. Ryan. Wochenticket, Standard. Was war das denn für ein Lachen? Oh! Ryan? Wollten wir Geld machen oder wollten wir welches ausgeben? Ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten. Ja, so nee. Fragt. Ich dachte, ne? Ich habe nämlich gerade wieder Geld ausgegeben. Es wird immer weniger. 2000 nur noch, was ich mit nach Hause bringe. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich tatsache auch. Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Okay. Halt zu Anlässen und wenn nur sehr dosiert beim Essen gehen, ein Bier oder Cocktail oder so. Und das war's. Ja, ich zum Beispiel für meinen Teil trinke ich gar nicht, also wirklich nie. Danke. Auch nicht zu Anlässen. Oh, ich trinke. Ja, das gebe ich dann einfach immer Aidaria, wenn sie dabei ist. Eine Fahrkarte, bitte. Da geht es auch weg. Ein Wochenticket für eine Seniorin. Die brauchen doch sonst immer zwei. Eins für Student. Zwei Stück. Einzel, Senior, drucken. Danke. Bitte! Das wundert mich jetzt nicht, dass Aidaria trinkt. Was? Wieso? Okay. Das weiß ich nicht, hat mal super gesagt. Danke, gerne. Ananas! Die war wenigstens voller Energie. Ananas. Ananas. Der hat sein Leben einfach schon aufgegeben. Ja, Mappa, ja. Ja, ist ja, ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Das macht den Brei jetzt nicht mehr fertig, ob ich jetzt die Schwarzfahrer drin habe oder nicht. Naja, damit kann man manchmal so ein bisschen was an Geld, was man irgendwie an der Kollision verloren hat, wieder reinholen. Ja. Das macht den Brei jetzt nicht mehr fertig bei meiner Menge. Danke. Aber weil Mappa mich so lieb drum gebeten hat. Ich bin... Klar. Was? Ach, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Siehst du, ich habe eh keinen Schwarzfahrer drin. Der andere hat ja gerade bei mir eine gekauft. Noch sehen? True Sammy, ich backe damit oder koche mit Alkohol, aber dann ist es halt eher Deko als. Als Kopf, was? Ich hab keine Ahnung, wie da redet. Der Alkohol verkauft sowieso meistens, wenn man mit Weinen und so weiter kocht. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen. Bei uns im Haushalt gibt's nicht mal Alkohol. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Keine Ahnung. Ich trinke, wenn es hochkommt, einmal im Monat überhaupt, wenn überhaupt. Ich trinke nur an Tagen, die auf G enden. Ich müsste mal wohin. Und mit Wurst. Du bist ja auch ein kleiner Säufer. Na. Eco-Flaschen etc. Mein Susi bestimmt das kann sein. Ja. Wie gesagt, nee, brauche ich auch nicht. Da sammle ich lieber Funko-Pops. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Kann immer weggehen. Ich Weinflaschen in Katzenform. Es gibt auch Katzen-Funko-Pops. Ja. Ihr redet aber von Wasser trinken, ne? Ja. Ja, Zuret.
Ja. Wir reden von Wasser. Von russischem Kochwasser, ja. Von Gesichtswasser. Von russischem Gesichtswasser. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Ist das kurz Starterschäft? Tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Juhu, ich hab meine Fahrt gleich zu Ende. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ach, wieder ein Fahrkartendealer hier. Immer diese Dealer. Ja, unglaublich. Danke. Nächster Halt, Oakville. Herr Oakville. Batata. Natürlich können Sie eine Fahrkarte haben, sind die Arme. Also Student. Stimmt, wir haben ja noch Fahrer, die wir nicht selbst fahren, die Geld generieren. Ja. Ach ja, da kann ich ja Geld ausgeben. Nein. Doch. Dann bin ich. Was denn? Was denn? Oder auch. Oh nein, nein, nein. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Was ist das? Da muss hier noch so eine komische Ziege. Sag mal, bist du eigentlich. Oh, ich hab. Bitte alle aussteigen. Ryan? Was denn? Aber ich glaube, wir wollen gar nicht wissen. Ryan? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt Spaß. Drück mal kurz Escape. Ich war weißt du, ohne Witz, ich war hier, hatte die eine Tuse rausgelassen, bin extra weiter nach links gefahren. Und die ist einfach in mich reingerannt. Als würden dir die 12.000, die du an Kollision verloren hast, nicht schon reichen. Nee, musst du noch 20.000 draufsitzen für Fußgänger, die anfährst. Das war aber genau. Keine Absicht. Ja, aber warum jetzt 12.000 an Kollision? Dann wärst du jetzt wieder fast im Plus. Ja. Oh. Einfach ja. Das war doch keine Absicht. Halt auch ja die Mordlustige. Was denn? Das war wenigstens diesmal kein Rollstuhlfahrer. Ja, nee, der Typ sitzt jetzt im Rollstuhl. Es war eine Sie. Es war eine Sie. Kann jemand mal ein Best-of-Kollision schneiden aus den VODs? Nein, bitte nicht, bitte. Wenn sie so weitermacht, seid ihr klein, wenn ich dran bin. Ich glaube auch, Mappa, ich glaube auch. Außerdem, wieso ich? Iron war jetzt auch nicht so. Sie hat auch jemanden mitgenommen. So, aber dann kann ich ja jetzt noch einen weiteren Erdgasbus holen. Aber was ihr halt alle ganz, ganz schnell vergesst ist, Hybrid hat das Spiel einmal gespielt und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und da kommt ja auch noch. Ne? Ja. Bus kaufen. Das dürfen wir halt alle nicht vergessen. Ja. Ich hab's auch gar nicht gespielt. Wieso? So schwer sieht das so nicht aus. Ist es auch eigentlich gar nicht. Ich glaube, das machen die mit Absicht, damit es was zu lachen gibt. Ich mach das tatsächlich nicht mit Absicht. Das bringt mir ja noch nicht mal was, wenn ich es mit Absicht mache. Ich war wirklich so scheiße. Okay. Ja gut. Okay, jetzt muss ich einfach noch irgendeine Fahrt fahren, damit die Typen da. Aber erstell schon mal eine neue Strecke. Ja, ich weiß aber noch gar nicht, was für als nächstes gebraucht wird. Achso, ja, ich fahre ja gerade noch. Also vielleicht reicht das schon. Ja, ich kann ja kurz die Stadtstrecke machen. Die kleine. Die 1, die fahre ich gerade. Achso, ja, dann fahre ich die 2. Na
okay. Ist doch kurz. Ich üb nachher nebenbei. Ah. Ja, schon wieder Umleitung. Eventuell. Umleitung. Hat der Verkehrspräsident schon wieder damit zu tun? Ich brauche eine Fahrkarte. Er hat schon wieder eine Umleitung gemacht. Oh, war ja. Ja, toll, jetzt werde ich hier wieder zugeparkt, oder was? Ja, naja. Schön ist es auf der Welt zu sein. Eine Fahrkarte. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Danke. Da 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 Mach. Timey Wimey. Paluten. Beim Fernbus-Simulator. Echt? Ah, oh Gott. Oh Gott, ja. Dagegen bist du noch gut gefahren. Ich? Ja. Oh. Das ist ja, gut. Ja, Palle kann schlimm sein. Ja, aber das ist ja Absicht. Ja. Und bei dir keine Absicht. Bei mir ist es tatsächlich keine Absicht. Zu 98% ist es keine Absicht bei mir. Ich fahr tatsächlich scheiße. Ich weiß nicht, ob es das besser oder schlimmer macht. Stell dir mal vor, du würdest jetzt am Lenkrad sitzen. Oh, ich glaube, dann würdest du nie wieder mit mir spielen. Irgendwie habe ich keine Leute mehr in meinem Bus. Will keiner mehr entscheiden. Ja. Ist nicht so schlimm. Das passiert manchmal. Bei mir wüsstest du es warum. Weil du jemanden befahren hast? Und trotzdem bedanken sich die Leute für ihre schöne Fahrt bei mir. Ja, das ist ein bisschen Blut von der, das ist Deko. Ja. Von der letzten Halloween-Party. Wibbly, wobbly, timey, wimey, stuff. War das ein Nächster Halt, Ortsspeicher. Ah, schön.